Einen flauschigen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. In dem heutigen Video zeige ich euch, wie ihr nun manche Boardshops einfach wie Amazon verwenden könnt. Das Ganze macht Griefer Utils möglich mit dem neuen Feature. Das einzige, was wir dafür benötigen, ist das neueste Add-on bzw. die neueste Add-on-Version von Griefer Utils. Das wäre bei mir die V2.3 Beta-Version. Ganz wichtig, ihr braucht die Beta. Und dann haben wir hier unten, wenn wir runter scrollen, unter Welt Boardshop GUI. Hier können wir noch eine beliebige Taste auswählen. Im standardmäßigen ist das die Enter-Taste, die heißt Eingabe. Zusätzlich braucht ihr noch einen kompatiblen Bot auf Griefer Games. Wir nehmen hier als Beispiel mal den Lucky Bot auf City Build 1. Der unterstützt das Ganze nämlich schon. Und normalerweise tut das Ganze jetzt ja so stattfinden. Wir brauchen, sag ich mal, Holz. Dann gehen wir hier zum Holz. Wir wollen einen Stack Eiche. Da sehen wir Preis $102,2. Jetzt müssten wir uns den Preis merken. Wir wollen jetzt aber zum Beispiel noch Pilzblöcke. Ich weiß zwar jetzt nicht ganz, wo die hier sind. Auf jeden Fall müssten wir uns dann den Preis merken, sobald wir diese gefunden haben. Aber ich suche auch jetzt nicht weiter, weil mit dem neuen Feature brauchen wir das eh nicht mehr. Das hier gehört nämlich der Vergangenheit an. Wir brauchen nämlich jetzt einfach nur noch in die Botkammer gehen. Und sobald wir in der Botkammer sind, steht ganz oben in der Mitte schon über der Bossbar Botshop GUI verfügbar. Und dann die Taste, die wir ausgewählt haben. Im Normalfall ist das die Enter-Taste. Und dann erscheint hier ein Menü. Das ist natürlich bei jedem Bot, der das anhat, unterschiedlich. Beim Lucky Bot ist das jetzt das komplette Sortiment, was er hier eben zur Verfügung gestellt hat. Wir wollten jetzt zum Beispiel Eichenholz kaufen. Da sehen wir auch schon den Preis. 64 Stück. Das klicken wir einfach mal mit Linksklick an. Und links ist unser Warenkorb. Und dort haben wir jetzt aktuell Eichenholz drinne. Jetzt wollten wir aber noch Pilzblöcke haben. Das bedeutet, wir suchen die uns hier raus. Hier haben wir die. Da haben wir schon ein zweites Item im Warenkorb. Und jetzt wollen wir beispielsweise einen Amboss noch. Zum Beispiel hier. Und dann tun wir das Ganze kaufen. Wieder mit Linksklick. Und dann wird der Betrag automatisch von unserem Konto abgebucht, dem Luckybot überwiesen und der weiß dementsprechend, was wir kaufen wollen. Jetzt können wir das Ganze aber natürlich auch nur einmal zum Beispiel mit Stein machen, dass wir nur ein Item im Warenkorb haben, hat auch funktioniert. Wir können aber auch, wenn wir zum Beispiel Kies kaufen und einmal Sand und wir wollten irgendwas gar nicht kaufen, klicken wir einfach Linksklick wieder drauf und dann ist es weg. Dann gehen wir auf Bestätigen und wird gekauft. Alles ganz easy, wir brauchen uns nichts mehr merken, nur noch einfach alles auswählen, bestätigen und fertig. Danach können wir dementsprechend wieder die Botkammer verlassen und haben unseren Einkauf komplett unkompliziert und schneller abgewickelt. Wenn dieses Feature nicht mal geil ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Das Ganze geht natürlich nur bei Botshop, die laut Dr. Ink bei Valo sind und die das Ganze auch eingestellt haben. Bedeutet, ihr könnt das nicht einfach jetzt bei jedem beliebigen Botshop machen. Bei Luckybot auf CB1 geht's, aber eben nicht bei jedem. Es geht auch bei manchen Casino-Bots, die es eingestellt haben. Es gibt auch keine offizielle Liste zum aktuellen Zeitpunkt. Ihr werdet aber, wenn ihr in der Botkammer steht, natürlich oben sehen, hat der Bot das aktiviert oder nicht. Aber dieses Feature kann ich einfach nur jedem empfehlen. Griefer Utils, holt es euch einfach. Ich habe auch schon ein Video dazu gemacht, wo ich alle anderen Features von diesem Add-on vorgestellt habe. Oben rechts auf dem i seht ihr das Ganze. Und zum Schluss hat Dr. Ink, der Owner hier vom Lucky Bot, noch für euch was zur Verfügung gestellt. Unter diesem Video könnt ihr noch ein paar Kisten für das Case Opening gewinnen. Es gibt drei Gewinner. Einfach einen Kommentar schreiben, dann gewinnt einer 3 Community-Kisten, einer 8 epische Kisten und einer 2 Supreme-Kisten. Das Einzige, was ihr dafür tun müsst, einfach kommentieren, irgendwas. Es gibt am Ende 3 Gewinner. Das Ganze wird in der Woche ausgerollt. Sollte sich ein Gewinner nach 24 Stunden nicht melden, wird neu ausgerollt. Und nicht vergessen zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. Jeden Dienstag 17 Uhr gibt es hier ein neues Griefer Games Video. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein und ciao, Leute.